Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dino Crisis 2. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so lange kein Video mehr aufgeladen habe. Das hat der Grund, da ich gerade auf der Suche bin nach einer neuen Arbeitsstelle und ich hatte viele private Sachen zu erledigen, aber wir machen gleich weiter. Und zwar werde ich das Spiel heute im Laufe des Tages voll durchspielen und die restlichen Parts voll aufladen. Und ja, dann kann es eigentlich gleich mit dem nächsten Spiel weitergehen. Die, was ich noch laufen habe, die werde ich alle beenden. Ich werde jetzt jedes Spiel einzeln beenden, damit ich nicht durcheinander komme. Und ja, ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen. Ja, zuletzt haben wir die Gasmaske aufgesammelt. Nun können wir die vergiftete Ebene betreten, also die giftigere Giftzone. Giftig. Ja. Okay, Dschungel Süd Route 1. Und wie ihr seht, haben sich die Dinosaurier auch ganz verändert. Na, das ist klar. Na, komm, steh auf, China. Ihr seht, die Dinosaurier werden immer schwerer und schwerer und schwerer. Ja, wir killen sie einfach. Na, das hätte jetzt einen schönen keinen Schadensbonus gegeben, aber naja. Egal, wir brauchen sowieso keine Punkte mehr, wir haben unendlich Munition und das sollte uns genügen. Ich werde 23 Minuten Parts aufnehmen, damit ihr auch was zu sehen habt. Und ich bitte euch, ob ihr mir vielleicht dabei helfen könnt. Und habe ich eine Frage, ich benutze das Programm Bandcamp und möchte gerne... Moment schnell. Ja. Moment schnell, ich werde. Und zwar möchte ich das Spiel Half-Life aufnehmen. Half-Life, also das Half-Life 1, Blue Shift und Half-Life Gone Freeman und noch ein weiteres Opposing Force. Und dann möchte ich euch fragen, ich nutze die Aufnahmen, also das Aufnahmeprogramm Bandicam. Habt ihr mir vielleicht da irgendwie Vorschläge, wie ich das aufnehmen kann, ohne dass ich so viel rendern muss? Könnt ihr mir vielleicht da ein bisschen helfen oder ein paar Tipps geben? Schreibt es mir per Post, damit ich es ein bisschen besser... Ja, ihr wisst schon. Weil ich möchte diese Spiele auch unbedingt spielen. Natürlich spiele ich alle auf dem Hard Mode. Das könnte auf jeden Fall dann ein bisschen dauern. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, ja, ich wäre euch da sehr dankbar. Und ja, okay. Das hier, wie gesagt, war die Giftzone. Also die noch vergiftete Zone. So, was haben wir denn da? Körperschutz, nun ist die goldene und den Körperschutz. So, mehr brauchen wir nicht. Bing, bing, ding, ding, ding. Startfeld. Ja, es dauert jetzt zwar, bis die Gegner sterben, aber... Aber die Punkte sind uns natürlich auch sehr wichtig. Ja, das war klar. Auf Regina, wir gehen nach unten.
Wir scheißen auf diese Dinosaurier. Ach ja, wenn ihr vielleicht so ein Rausch drücken hört, ich habe hier nur meinen Ventilator laufen. Und zwar, weil es bei uns hier 38 Grad hat und ja, so bleibt der Kopf kühl und man kann besser spielen, ihr wisst. Also die meisten Zocker müssten das eigentlich wissen. Vielleicht auch nicht. Na, das war nur ein kleiner Scherz. So, wir nehmen nun gleich unser schweres MG. Vielleicht wisst ihr auch schon, warum. Ja, egal. Wir gehen gleich rein. Jetzt trinke ich erst mal einen Schluck. Raketensilo innen. Ja, auf schneller jetzt, schneller! Die meisten würden kennen das wir vielleicht schon. Wir müssen den großen Dinosaurier so lange bekämpfen, bis er umfliegt. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, hier keinen Schaden zu erleiden, damit wir den Bonus bekommen. Ich glaube, das müssen wir so 8-mal machen. Wir müssen jetzt wieder langsam tun. Ah, okay, schon zu spät. Auf Regina, schnell, schnell, schnell! Okay, den Bonus bekommen wir noch nicht mehr. Da bekommt man, glaube ich, 10.000. Wir müssen uns hier immer beeilen. Wir nehmen es auch noch Hunger kriegen. Okay, und wir haben es geschafft. Und wir bekommen 30.000 dafür, dass wir ihn K.O. gemacht haben. So, dann gehen wir mal weiter, weiter, weiter. So, nun kommt hier wieder, wir müssen den Strom an die Brücke weiterleiten, damit wir drüber können. Darüber können. Uff, schneller, schneller. Hardcore Zeit for that. Nee, nee, keine Zeit. Nein. Du hältst die Klappe. Wir haben noch echt Minute. Und je, man darf halt das Ding nicht zu lange piepen lassen. Denn wenn wir das zu lange piepen lassen, müssen wir den ganzen Shit nochmal machen. Mal. Oh, drei auf einmal. Auch zum ersten Mal, dass ich das hinbekommen habe. So, wie ihr seht, der Strom wurde an die Brücke geleitet und sie wird hoch. Und nun können wir. Und nun haben wir Zutritt auf das Raketensilo. Das heißt, wir fahren jetzt nach oben. Genau, nach oben. Okay, gehen wir damit auf. Damit auf, damit auf, damit auf. Das heißt, wir öffnen nun die Sprengkabel, Sprengstoffkabel und deaktivieren den Zeitzünder. So, das Notfallprogramm wurde deaktiviert. Die Rakete ist nun wieder im normalen Zustand. Und wir können fliehen. Oh. Gottelchen. Ganz vergessen, ich habe den
Raketenwerfer noch gar nicht. Das heißt, nun werden wir ein paar kleine Probleme haben. Das heißt, wir gehen erstmal ganz schnell an den Computer. Wie ihr seht, oh, wir haben den Raketenwerfer nicht. Shit. Ja, egal. Nun holen wir uns erstmal hier ein paar Medipacks. Weil es jetzt ein bisschen schwer wird. Ihr wisst schon, was für Viecher kommen. Ja. Ihr erwischt immer jeden, den wo ihr wollt. Mit dem Raketenwerfer wäre das hier. Ja, okay. Ja, diese Viecher sind sehr verwundbar. Ja, leck mich am Arsch. Dann hast du was zu tun. 23 Minuten Parts sind schon ein bisschen heftig, aber ich glaube, dann müsste ich nachher, bis ich zu viel rendern, dann werde ich 15 Minuten Parts machen. Das müsste auch reichen. Ja. Nun müssen wir unseren Freund David beschützen. Seht, es ist nicht so einfach. Wir haben es geschafft. 26 Gold. Okay, das geht schon. Ja, ich weiß ja, du bist ein starker Mann. Und wir bekommen 12.700 für das ganze Gebiet. Ja, ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Ciao.